Ja, meine Freunde, erstmal wunderschön, dass ihr da draußen wieder eingeschaltet habt zum erneuten Video hier auf diesem Kanal. Heute direkt wieder mit zwei Themen im Gepäck. Ich weiß, spät am Abend, aber zum einen Ole Pohlmann, das Ganze geht wohl Richtung Zielgeraden. Da müssen wir nochmal drüber sprechen. Es gab ja erst Gerüchte auch, dass Hannover 96 wohl auch an ihm interessiert ist, mehrere Zweitligisten an ihm interessiert ist. Am Ende soll wohl Werder das Rennen machen, kommen wir aber gleich zu. Und ich wollte gerade Josh sagen, Josh Knight von Petersburg soll wohl auch wieder absolut Thema bei Werder sein und sogar ein Angebot von Werder vorliegen haben. Beziehungsweise Werder hat seine Schritte gemacht. Wir reden darüber. Das heißt, wir reden sowohl über Josh Knight als auch über Ole Pohlmann. Ihr könnt gerne alle schon mal ein Däumchen oben da lassen, gerne ein Abo da lassen. Und das ist auch gleichzeitig mein letztes Video aus Bremen. Höchstwahrscheinlich, es sei denn, ich mache morgen früh noch eins, aber ich denke nicht. Für uns geht es morgen früh nämlich zurück und ich habe noch eine Sache für euch, und zwar ein kleines Gewinnspiel. Einfach auch mal so als Dank auch wieder für die Community. Ich habe heute, beziehungsweise letztens erst, das letzte Gewinnspiel aufgelöst gehabt. Dazu findet ihr auch heute in der Story nochmal was. Am Dienstag gehen die Sachen raus. Schon startet das nächste. Diesmal auf Instagram ein unterschriebenes Trikot von der kompletten Mannschaft und ein Ball komplett unterschrieben von der ganzen Mannschaft. Findet ihr auf Instagram, könnt ihr gerne ja mitmachen beim Gewinnspiel. Das läuft jetzt eine Woche lang bis zum, was haben wir denn heute? 19. Mai, das heißt bis zum 26. Mai, nächste Woche Sonntag. Genau, bis dahin läuft das Gewinnspiel. Also macht mit, ihr müsst eigentlich nicht viel machen. Mir folgen mein Partner Million Cars, die das Ganze zur Verfügung gestellt haben, und Hussein, dem Chef, unserem Chef, folgen. Genau, ich glaube, zwei, drei Bilder liken, müsst ihr mal gucken. Checkt einfach bei Instagram ab, ja? So, wir fangen jetzt mal an mit dem Video. Das wollte ich euch nur natürlich auch sagen, damit ihr die Gelegenheit von YouTube rüberzukommen. So. Fangen wir erstmal an bei Josh Knight. Ich kann euch das ja leider noch nicht einblenden, weil ich das Ganze hier mit dem Handy mache. Ich habe aber meinen Laptop hier vor mir. Und zwar hat der Petersburg Telegraph heute einen Artikel geschrieben gehabt und dort auch wieder Werder Bremen mit in Verbindung gebracht. Und ich übersetze das Ganze mal und lese euch einmal vor. Und die Guardian-Zeitung berichtet, dass das deutsche Bundesliga-Team Werder Bremen seinen Schritt gemacht hat. Bremen belegt nach dem letzten Spieltag am Samstag den 9. Platz in der Bundesliga. Also Werder hat wohl den Schritt auf Josh Knight zugemacht und soll wohl auch das entweder ein konkretes Interesse vorliegen haben oder ein Angebot vorhaben. Da bin ich jetzt nicht schlau geworden. Vielleicht wisst ihr da mehr, schreibt es mal gerne unten rein. Auf jeden Fall ist er ganz hoch im Kurs bei Werder. Ich frage mich nur so ein bisschen, was man da vorhat. Denn Josh Knight hat in der vergangenen Saison natürlich jetzt in der dritten englischen Liga gespielt. Bei Petersburg hat einen Marktwert von 1 Million, ist 26 Jahre jung, wird allerdings im September auch schon 27. 1,85 groß, hat als Innenverteidiger 43 von 46 Spielen gemacht. Das ist auch schon ganz crazy, diese Anzahl an Spielen. 5 Tore und 3 Vorlagen, zusätzlich im EFL Cup 3 Spiele, 1 Vorlage, zusätzlich im FA Cup 4 Spiele gemacht, zusätzlich in der EFL Trophy 5 Spiele gemacht, zusätzlich in der League One Playoffs 2 Spiele und 1 Tor gemacht. Da musst du mal überlegen, ne, was das für ein Pensum an Spielen in England ist. Völlig irre. Also das ist ja wirklich, wo du so denkst, Alter, was geht denn hier jetzt ab? Das ist ja schon ganz schön krass. Und wir reden über, oh, Dreifachbelastung, aber außer, aber wird aber schwierig, du. Ja, kann auf beiden Innenverteidigerpositionen spielen, kann aber wohl auch auf der 6 spielen, aber auch als Rechtsverteidiger, wobei als Rechtsverteidiger das wahrscheinlich schon eher schwieriger wird. Also bei Josh Knight, das sehe ich ihn jetzt auch tatsächlich eher nicht von seinem Profil aus her. Er hat auch die allermeisten Spiele als Innenverteidiger gemacht, 177, 14 Tore, 7 Vorlagen, defensiv Mittelfeldler 17 gemacht. Als Rechtsverteidiger 16 und als rechtes Mittelfeld auch 16. Also wenn man ihn jetzt wirklich als da sieht, finde ich es schwierig. Wenn man sagt, okay, wir brauchen jemanden, der Backup von Mitchell Weiser ist und Backup in der Innenverteidigung und er kann diese beiden Rollen, dann finde ich es okay. Frag mich aber auch, Julian Malantini gehört da eigentlich die Zukunft, wenn man mal ehrlich ist. Also bräuchte man da wirklich gerade einen, wenn man Malatini vielleicht, wenn Malatini kann auch für Weiser als Backup spielen, aber auch in der Innenverteidigung. Dafür musst du nicht zwangsweise jetzt hier nochmal jemanden holen, der jetzt gerade in der englischen dritten Liga natürlich zu den Leistungsträgern gehört, aber trotzdem. Man muss dazu sagen, dass von Josh Knight der Vertrag ausläuft. Das heißt, er wäre auch im Sommer jetzt ablösefrei. Man würde ihn ablösefrei verpflichten. Wäre für mich absolut ein Spieler für die Kaderbreite. Wäre aber für mich auch ein ganz klares Zeichen, weiterhin auf eine Dreierkette zu gehen. Also das macht gar keinen Sinn, jetzt noch einen Innenverteidiger mehr für die Breite zu holen, wenn du dann weg von der Dreierkette gehst. Also irgendwie wird es wahrscheinlich eine Dreierkette mit eventuell aber auch Flügeln.
Eventuell aber auch weiter dieser Raute. Ich hoffe, dass wir weiter diese Raute sehen, mit einem klaren Zielstürmer noch oben drinne. Aber ja, muss man mal abwarten. Ich bin da sehr, sehr gespannt. Wir haben aber noch ein Thema im Gepäck. Falls ihr euch übrigens fragt, warum ich hier hänge wie so ein, weiß ich nicht. Ich war den ganzen Tag für euch im Fitnessstudio und habe gedreht mit meinem neuen Coach und alles drum und dran. Kommt alles demnächst auf meinem Zweitkanal in den nächsten Tagen. Es muss jetzt alles erstmal brauche ich die ganzen Dateien, da muss geschnitten werden und so. Das wird unter der Woche kommen. Aber das waren echt mega geile Videos. 4 Videos für euch produziert. Über 1,5 Stunden Training noch gemacht und dann Fitness-Challenges gemacht. Ich bin Game Over, aber ja, trotzdem dieses Video jetzt nochmal für euch. Ole Pohlmann, 1 Million Marktwert von Borussia Dortmund. Soll wohl auch Angebote aus der zweiten Liga bekommen haben. Auch Hannover 96 war wohl sehr interessiert an dem guten jungen Mann. Allerdings soll er sich wohl für Werder entschieden haben. Zumindest sagen das die Gerüchte, dass er sich wohl für Werder entschieden hat, dass er wohl zu Werder möchte. Es gibt noch ein paar Details zu klären, aber es sieht gut aus. Ungefähr 1 Million Ablöse soll er wohl kosten. Würde ja passen zu seinem Marktwert. Der beträgt ja auch aktuell 1 Million. Also es wäre schon eine Region, wo du sagst, ja, was hast du erwartet sonst? Ne? Das passt ja. Vom Ding her, 1,83 groß. Ich habe letztens für euch noch ein Video gemacht. Da hat Toxi, der Dortmunder YouTuber, auch nochmal viel mehr über Ole Pohlmann erzählt. Könnt ihr auch gerne abchecken. Ganz interessanterweise ist jetzt wieder, wenn wir jetzt wieder darüber sprechen, was für ein System wir spielen. Ole Pohlmann wäre, wenn überhaupt, offensiver Achter oder Zehner. Also auch wieder, wenn du sagst 3-4-3 mit einer Doppel-6, da sehe ich überhaupt nicht Ole Pohlmann. Überhaupt nicht. Wenn er aber sagst, so wie jetzt gerade mit einem Sechser, zwei Achtern, einem Zehner, kann ich mir ihn als offensiven Achterpart vorstellen oder als Zehnerpart vorstellen. Er hat in 29 Partien in der dritten Bundesliga 13 Tore und 10 Vorlagen gemacht. Also 23 Scorer in 29 Partien. Das ist ein super Wert. Der ist aber auch allgemein, also abseits dieser Werte vom Spielerprofil, der ist super interessant. Und seine Hauptpositionen sind eben zentrales Mittelfeld und offensives Mittelfeld. Also für mich alles, aber kein Sechser. Also auf der Sechs kann ich mir einfach nicht vorstellen. Finde ich aber einen interessanten Spieler. Also wirklich einen interessanten Mann. Würde ich nehmen, habe ich beim letzten Video auch schon gesagt. Das ist auch wirklich jemand, wo ich sage, Mittelfeldspieler für die Kaderbreite, um eben auch wirklich im Mittelfeld besser aufgestellt zu sein, mehr Optionen zu haben. Zusätzlich ist er aber auch noch jung, mit 23, die er geworden ist. Das heißt auch noch Potenzial nach oben. Spielt sich so oder vielleicht sogar fester, wäre ja auch ganz geil. Würde ich auf jeden Fall absolut machen und absolut nehmen. Ne? Ihr könnt ja mal eure Meinung unten in die Kommentare reinschreiben. Was sagt ihr zu Ole Pohlmann? Lasst doch alle diesem Video hier gerne nochmal ein Däumchen nach oben da. Und eine Sache nochmal von mir, vom Herzen. Freunde, die letzten zwei Vlogs, die haben mir, ihr wisst, ich liebe sowas, das ist für mich, da geht mein Herz wirklich auf bei diesen Vlogs und ich freue mich da einfach, dass ihr das so supportet. Ja, checkt die beide auch gerne nochmal ab, wenn ihr die noch nicht gesehen habt. Die sind echt, also ich habe super Feedback darauf bekommen. Das ist echt ganz, ganz toll von euch. Und wie gesagt, wenn ihr auch vielleicht den Ball oder Trikot gewinnen wollt, checkt gerne Instagram ab. Das ist einfach, ja, super einfach für euch dann daran teilzunehmen. Das sind 2, 3, 4 Klicks, die ihr vielleicht macht und dann kostenlos natürlich auch alles, ne, ist ja klar. Und dann kriegt ihr die nächsten Sachen. Und da muss ich auch nochmal ein großes Dankeschön an Hussein Madani ausrichten, der uns das alles immer zur Verfügung stellt. Überlegt mal, seit kurzem ist ja eigentlich erst die Partnerschaft und wir knallen eigentlich ein Gewinnspiel, eine Sache nach der anderen raus. Das ist echt super geil, weil man halt immer mehr Leute auch glücklich machen kann. Ne? Das ist halt einfach so das vom Herzen. So, also Freunde, ich bin jetzt erstmal raus. Euer Nico, vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich lade das Video jetzt schon wieder abends nochmal hoch. Ich habe momentan meine Abends-Uploads. Aber ja, wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Restabend und startet gut in die neue Woche.